Moin, hier ist er, der Himi. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Mich hat's erwischt, die Seuche, Corona. Ja, hab mich lang gewehrt, aber irgendwann war es dann passiert. Eigentlich sollte am Montag ja ein Livestream mit dem George Ports stattfinden. Den mussten wir leider schon verschieben, weil es mir da überhaupt gar nicht gut ging. Ich bin immer noch nicht fit. Und eigentlich wollte ich euch auch heute ein aktuelles Video präsentieren. Hat nicht funktioniert, weil fahren, ich bin ja auch in Quarantäne, ich darf ja gar nicht raus. Aber ich habe mir da was überlegt, so ein bisschen zusammenzuschneiden. Es soll kein Jahresrückblick werden, aber so die schönsten Momente von 2022, angefangen vom 1. Januar. War meine erste Ausfahrt dieses Jahr. Wenn euch interessiert, was ich so übers Jahr verteilt, wird jetzt kein riesenlanges Video. Ich schätze mal so zwischen 5 und 10 Minuten. Bleibt dran. Gleich nach dem kurzen Intro geht's schon los. Da habe ich euch eben was Falsches erzählt. Also wir fangen nicht am 1. Januar an, sondern wir fangen sogar noch einen Tag vorher an, am 31.12.2021. Und ja, hört mal rein, was ich da gesagt habe. Da war ich auf dem Weg zum Nürburgring, einen kleinen Silvesterausflug machen. Aber hört mal rein. Das ist echt so krass. Ich muss das nochmal sagen, heute ist, was haben wir heute, Freitag, ne? Ja, 31. Dezember. Mir knallt die Sonne ins Gesicht. Wir haben 14 Grad, quasi T-Shirt-Wetter. Und ich muss die Sonnenblende runter machen. Das ist der Hammer. Ja, genau, einfach nur krass. Ja, 31.12. Deswegen gibt es bei mir kein Saisonkennzeichen, auf gar keinen Fall. Oh, so offen. Mal nichts gesperrt. Das ist der Hammer. Tatsächlich, die erste Ausfahrt in 2022 war nicht am 1. Januar, also nicht auf Neujahr, sondern am 2. Januar. Ja, einmal Hausstrecke, Wiehtal, Seintal und wie ich das gehört, eine 100 Kilometer Runde am 2. Januar 2022. Ja, das war natürlich ein schöner Moment. Schaut mal rein. Das ist natürlich typisch im Wiehtal, stellenweise nicht nur feucht, sondern auch nasse Stellen, wie jetzt gerade. Ja, ist nun mal so in der Jahreszeit, aber auch im Sommer, je nach Uhrzeit, früh morgens, da gibt es viel Frühnebel, da ist auch immer viel feucht, da sollte man erst, wenn man Spaß haben will, nachmittags losmachen. Also ein bisschen muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verzettle. Macht ja tierischen Spaß da, sich nochmal dran zu erinnern, wenn man die älteren Videos von diesem Jahr nochmal anguckt. Aber wir sind jetzt schon bei 3 Minuten 36. Naja, ich habe gesagt 5 bis 10 Minuten. Vielleicht werden es auch 15 bis 20 Minuten, aber macht Spaß. Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. An der Stelle könnt ihr mir ja schon mal einen Daumen da lassen. Bleibt dran. So, hier fängt jetzt die Alteck, die sogenannte Alteck von Neuwied Richtung Anhausen an. Mit allen Motorrädern, die ich bisher hatte, schon gefahren. Mehrfach oder noch nicht so oft, aber hier mit der kleinen bisher noch nicht. Aber ich sehe schon Lichtdreck, stellenweise feucht. Und Verkehr. Und die Kollegen sind unterwegs. Cool. So, das war also am 9. Februar. Ja, jeden Monat immer ein bisschen was gefahren. Mal gucken, wo wir jetzt weitermachen. Erste Mal an der Mosel für 2022. Coole Sache das. Zu dritt waren wir unterwegs. Und auch das waren schöne Momente in diesem Jahr. Im März.
Im April gab es dann das Raps-Fotoshooting. Ich blende euch ein Bild ein. Auch das hat Spaß gemacht. Ja, auch ein schöner Moment. Gehört auch dazu. Am 6. Mai 2022, ja, ein ganz besonderes Highlight für mich. Da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Martin, also alias Nano aus dem Forum, getroffen. Wir haben uns in Hofheim getroffen und sind dann anschließend am nächsten Tag zu Rightlink nach Frankfurt gefahren. War eine tolle Veranstaltung, also das ein ganz besonderes Highlight für mich in 2022. Heute geht's Richtung Hofheim, da treffe ich mich mit einem Forenkollegen aus der Schweiz. Der Nano kommt extra aus der Ecke Zürich, irgendwo, glaube ich, hier hochgefahren. Ist heute Morgen um 6 Uhr im Regen gestartet. Ich dagegen erst um 12 bei herrlichem Sonnenschein. Nicht zu warm, nicht zu kalt, einwandfrei. Den Nano mal zum Feldberg hoch. Das ist ja ganz beschämt, ne? Feldberg. Ja, da sind wir schon. Am großen Feldberg. Wunderbar. Ein sehr schöner Moment, beziehungsweise ein tolles Wochenende in Hofheim und nachher in Frankfurt mit dem Nano. Und ja, nächste schöne Event, das war ein Treffen mit der Family am Rhein, gar nicht weit weg. Hört euch einfach mal an, was ich da unterwegs gesagt habe. Das sagt, glaube ich, alles aus zum Thema Motorradfahren. Kann ich schlechte Laune haben, geht mir dreckig, was auch immer. Ich setze mich hier drauf, fahre ein paar Kilometer, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Herrlich, oder? Muss gar nicht weit sein. Am 1. Juni habe ich dann eine schöne Tour gemacht bei herrlichem Wetter durchs Ahrtal, ein Stückchen Eifel bis zur Bremm an der Mosel. Und ja, ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Drohnenshots ein oder einen Drohnenshot ein. War auch herrlich. Ja, ein schöner Moment für 2022. Herrlich. Auch ein sehr schöner Moment war Mitte Juni, genau am 16., da war nämlich der Andi aus dem Forum hier und zusätzlich kam auch noch der Sven mit seiner R90 und ja, der Andi hat einen neuen Seitenständer bekommen für seine R, einen gekürzten von mir und ja, wir haben dann noch ein kleines Ründchen zusammen gedreht. Sehr schöner Moment. Cool heute, der Andi, der von dem Berg, war heute da. Dem haben wir den Seitenständer ausgetauscht. Der hat jetzt auch den etwas gekürzten dran. Ist begeistert. Sein R steht jetzt minimal schräger, aber so viel schräger, dass er auch sicher steht.
Darüber hat sich irgendwie der Sven, auch im Forum, mit seiner R19 angekündigt und ja, ist mit dabei. Und jetzt drehen wir noch eine Runde und fahren jetzt Richtung Alteck und dann machen wir einen Schlenker durch Seintal, Holzbachtal und dann anschließend ins Wiedbachtal, wo wir den Andi bis zur Autobahn in Neustadt-Wied noch begleiten. Und jetzt gleich sind wir erstmal ja, in der Alteck hoch. Hey. Im Juni gab es ganz besonders viele schöne Momente. Die kann ich gar nicht alle hiermit verarbeiten, sonst haben wir nachher doch einen Jahresrückblick direkt gemacht. Dabei ist mir aber gerade aufgefallen, wir haben uns nämlich am 25.06. Zu einer Ausfahrt, die der Sven geplant hat, nach Luxemburg, eine Ausfahrt gemacht. Und da ist mir aufgefallen, ja, es gab ja schon mal ein Treffen in diesem Jahr, und zwar im April zur Wunderlich-Anfahrt. Da blende ich euch wenigstens gerade noch ein schönes Bild ein. Und dann, ja, einen kleinen Ausschnitt von der gemeinsamen Ausfahrt. Wir waren zu fünft insgesamt vom Forum. Und ja, war ein toller Tag und mit tollen Strecken und tollen Leuten. Hat auch tierischen Spaß gemacht. Sehr schöner Moment. Oh, da haben wir Zuwachs gekriegt. Ist der Justin jetzt doch gekommen an den Treffpunkt? Genau, pünktlich, wunderbar. Zu fünft aus dem Forum. R1250RDE. Tolle Sache, auch wenn es so eine kleine Ausfahrt ist mit nur fünf. Aber als Gruppe mit fünf ist für meinen Geschmack auch völlig ausreichend. Unverhofft kommt oft, ja. Am 16.07. hat der Sven mich dann angepingt mit seiner R19, ob wir nicht zusammen eine Ausfahrt machen wollen. Er hatte da schon was geplant und das war dann ein Stückchen Gelbachtal und Wispertal. Hat auch tierisch Spaß gemacht mit dem Sven. Jetzt geht's los. So, jetzt sind wir schon im Wispertal. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Schöne Strecke hat er gebastelt. Auf die Schnelle. Cool. Im August war es dann Zeit für einen Reifenwechsel. Und da mein eigentlicher Lieblingsreifen, der Conti Rototec 4, nicht lieferbar war, hatte ich mich entschieden für den Bridgestone Sportreifen S22. Und ja, Highlight war, oder besonders schöner Moment, die Beisetzung von dem Metzler Z8 Tourenreifen. Klar, das Moseltreffen, ja, von unserem Forum, da haben wir uns an der Mosel getroffen, an einem Wochenende, und wir waren zu sechst insgesamt unterwegs. Total cool. Ja, besonders Highlight natürlich wieder, dass der Nano aus der Schweiz hier angereist ist und ja, auch er einen gekürzten Seitenständer von mir bekommen hat.
abgebogen? Jojo, bist du noch falsch abgebogen irgendwo? Ne? Statt auf der Blümse, da warst du schon vor dem Zeigerchen. Bleib da jetzt! Hallo, hey, nimm mich! Alles klar, das ist ja. Ja, super. Ach, der läuft noch. Hat noch zwei gedrückt. Ja, eins. Übrigens ist die Tour heute, wir sind zu sechst. Vorne der Winnie, dann der Nano, dann der Himi. Hinter mir ist, glaube ich, der Dirk, wenn ich das richtig im Spiegel erkenne. Und dann haben wir den Andi noch und der Alex ist heute dazugekommen. Aus der Mainzer Ecke, finde ich total genial. Wir sind zu sechst unterwegs. Coole Sache. Corona ist echt ein Arschloch, ne? Ich mal gerade noch nebenbei bemerken. Also gegen Abend werden die Symptome immer wieder schlimmer. Jo, ich bin halt noch nicht fit und wahrscheinlich bin ich auch noch positiv. Ich werde morgen früh mal einen Test machen. Das sind ja jetzt auch schon ein paar Tage, seitdem ich das erste Mal positiv getestet wurde. Aber gut, Highlights, ja, schöne Momente in 2022 war natürlich auch der erste Livestream mit dem George Ports. Sorry, war mein Fehler. Ich habe den Himi rausgekickt. Ja, ja. Und gleich eine Woche später der erste Live-Foren-Talk mit dem Andi und dem Soschi. War total cool. Mal zu dritt. Ja. Ich glaube, okay. Wir hatten auch mal ein ähnliches Thema. Es ging um die Zusatzscheinwerfer. Unfassbar. Ha. Bei der Durchsicht ist mir dann natürlich aufgefallen, ein toller Moment hat noch gefehlt, echt ein toller Moment. Und das war mit Horst und Werner bei der kleinen Tour, die wir gemacht haben. Ja, kleine Hunsrückrunde, aber die muss noch rein. Jetzt, wenn auch nicht passend von der Timelap her, aber die muss wenigstens zum Schluss noch rein, war cool. Boah, 30 Grad haben wir jetzt. Wer irgendwo steht, so wie wir gerade mitten in der Sonne, da wird es aber warm. Puh. Und wenn euch das kurze Video gefallen hat, ja, meine schönsten Momente 2022, lasst mir doch bitte einen Daumen da und über jeden neuen Abonnenten. Und über jeden Abonnenten freue ich mich tierisch. Bis dahin. Tschüss, bye bye. Euer Himi.